Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Wir machen heute was Cooles, wie eigentlich immer. Wir machen heute Drumsticks aus dem Dutch Ofen. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, für die Drumsticks brauchen wir ein bisschen, also Drumsticks, also so Keulen, Trommelschläge sagt man, ne? Wie sagt man Drumsticks, sagt man? Übersetzung ist? Hühnerbein, ja, aber Drumsticks, Trommelschlägel. Ja, Trommelschlägel. Also so Ding zum Druffhauen haben wir nicht, sondern werden natürlich so also Hühnerbein gemacht. Da jeweils dieses Unterteil oder Oberteil, je nachdem, wie man es jetzt betiteln will. Für mich ist es ein Unterteil, andere sagen, es ist ein Oberteil. Also diese, die kleine Keule hier unten. Davon brauchen wir ungefähr 3 Kilo. Dann haben wir hier na, bestimmt 100 Gramm Bacon. Die brauchen wir zum Dutch-Ofen auslegen, also werden wir ja nicht so viel brauchen. Dann Barbecue-Soße, 50 Milliliter, 3-4 Esslöffel Asia-Chicken. Dann 2 Esslöffel, kriegt man hier, das ist so ein Ingwer. Sushi-Ingwer ist das, der ist so sauer eingelegt. Der macht sich dafür super. Dann habe ich hier so ein Küchenmoped. Hier, was hier so ein bisschen komisch aussieht, sind 50 Milliliter Honig. Am besten so Flüsschen nehmen. Ansonsten, wenn er nicht flüssig ist, machst du den warm, dann wird der flüssig. Dann habe ich noch einen Langnese-Löffel hier. Ganz wichtig. Und wie immer, wenn wir grillen, Schaufelmesser und ein Brett. Könnte das theoretisch auch so machen, aber das sieht ja irgendwie voll doof aus. Und deshalb mache ich das immer so, dass ich hier so ungefähr auf der, naja, bei 2/3 von den Knochen setze ich das Messer an. Und schneide ihn mal ringsrum. So, dann nimmst du ein Messer. Nicht das allerbeste, sondern eins, was noch stumpf werden kann. Weil ihr seht, wir schneiden hier tatsächlich wie die Verrückten auf dem Knochen rum. Und dann ziehst du das eben hier nach unten. Das ziehst du runter. Und hier oben den Knochen, setzt du hier nochmal das Messer an. Knackst den so immer an. Hast du den schon ab, die Hälfte? Und den Rest kriegst du dann hier so ein bisschen so angeschnitzt und abgezogen. Da muss man ein bisschen rumfudeln. Das zur Seite. Wenn hier noch so eine Sehnen rausgucken, die ziehst du einfach lang und schneidest die einfach ab. Und dann hast du jeweils schon mal den ersten kleinen Drumstick, so wie er ist, vorbereitet. Und das machen wir mit all den Dingern. Das ist ein bisschen Fleisch auf die Arme. Mal einen Riesenberg voll Hühnchen, genauso muss das aussehen. Und jetzt packen wir hier unseren Bacon unten drin. Das kann man ganz genau machen, das kann man aber auch bloß einfach so machen. Und ich bin ein großer Freund von einfach so. Fangen wir mit den fettigen Stücken an, weil das ist wichtig, dass wir schön Fettschmutze unten drin rumbrutzeln haben. Gleich mal loslegen, dass die Hühnchen hier unten festgehen zu sehr. Wenn der Dutch Oven ist erfüllt, aber so Bacon hilft immer aus und außerdem gibt es einen guten Geschmack. Und jetzt muss ein bisschen von dem Gewürz einfach ein bisschen über das Hühnchen rüber. Ja, kein großes Theater machen. Mache ich immer so direkt über den ganzen Bande, dass was runterfällt, gleich an das andere Hühnchen geht. Und die nehmen wir und stellen die jetzt hier hochkant in den Dutch-Ofen rein. Und da sind die jetzt drin. Sieht das nicht höchst erfreulich aus? Ja. Ich finde schon, oder? Ich auch. Also, ab auf den Grill. So, jetzt packen wir uns ein paar Kohlen hier nach unten. Ich habe jetzt hier selbstverständlich meine auf heißen Kohlen. Kokosbriketts, die haben eine schöne, lange, gleichbleibende Hitze. Da setzen wir unseren Dutch-Ofen oben drauf. Auf den Dutch-Ofen logischerweise kommt ein Deckel. Und auf dem Deckel verteilen wir auch noch ein paar Kohlen. Ungefähr so. Also so, dass dann eine ordentliche Menge oben drauf sind, aber der Deckel nicht komplett bedeckt ist. Und dann bleibt das jetzt so, wie das hier ist, ungefähr eine Dreiviertelstunde drin. Dann kommen wir zur Glasur, ganz easy. Wir nehmen praktisch hier unseren Ingwer, den wir hier schon mal rein tun. Und den hacken wir einfach klein, ein paar Züge, und dann ist der so klein wie nur geht. Naja, ein bisschen kleiner kann er noch. Hier mal noch alt runterdrücken und dasselbe Spiel praktisch normal machen. So herrlich klein gemacht, und das kommt jetzt zu unserem Honig in der Squeeze-Flasche. Da macht sich hier immer so ein Eislöffel gut. Ein Latte Macchiato Löffel. Latte Macchiato. Mhm. Ich wollte hier nicht Latte sagen. Ich sag Macchiato. Macchiato Löffel. Dazu kommen jetzt auch nochmal 50 Milliliter Barbecue-Soße. Ungefähr so. Und ich nehme da jetzt meine. Wäre schön, wenn ihr die auch nehmt, aber ihr könnt auch jeder andere nehmen, also so wie ihr wollt. Und dann mische ich das jetzt mit dem Macchiato-Löffel, hast du gesagt, ja? Mit diesem Macchiato-Löffel eh mal richtig durch. Dann wird auch der Honig ein bisschen weicher, weil sich natürlich das alles mit der
Barbecue-Soße hier vermischt. Dann haben wir ein schönes clean Glaze, was super zu diesem asiatischen Hühnchengewürz passt. Schön. 5 Stündchen steht unser Topf jetzt schon hier in der Sonne. So sieht das da drin aus. Also ich hoffe, ihr erkennt, dass da drin was brutzelt und blubbert. Und da stehen die jedenfalls drin und garen wunderschön vor sich hin. Das heißt, jetzt kommt der Deckel wieder rauf und wir warten, bis die Dreiviertelstunde zu Ende ist. Ihr seht, wir haben kleine Drama, nämlich hier, der Wind pustet uns die Kohlen klein. Das ist ja doof, wir hätten unseren Windschutz anders stellen müssen. Dann wären die Kameraaufnahmen schlechter gewesen, aber naja, ihr wisst, wie das läuft. So sehen unsere Hühner jetzt aus. Das ist schon mal nicht so schlecht, hat sich schön Feuchtigkeit drin gebildet. Das heißt, sie haben auf keinen Fall knochentrockene Keulen, sondern einen schönen Saft hier. Und jetzt nehme ich hier mein Gläs und tropfe den so schön über die Keulen rüber. Möglichst ohne den Knochen rumzutreffen, damit wir den nachher schön anfassen können. Siehst du, man sieht, wie schön das aussieht, so schön über die. Da macht sie halt so eine Squeezeflasche super. So, hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Oh, das riecht hervorragend. So, das ist auch unten schön, so steht richtig in so einem Saftsirup hier drin, genauso muss das sein. Und schließen nochmal für 10 Minuten den Deckel. So, und die Zeit ist jetzt nochmal, also 10 Minuten später abgelaufen, also haben wir jetzt knappe 50 Minuten gebraucht. Deckel auf, so sieht es da drin aus, blubbernd und brutzelnd. Wenn so windig ist wie heute, tust du sehr gut dran, den Deckel ein Stück wegzutun, weil sonst hast du nämlich die Asche gleich im Essen hängen und ja, das will kein Mensch. So, dann nehmen wir uns hier mal eine Horde von den saftigen, schmatzigen, köstlich-schmöchtlichen kleinen Jungs hier raus. Ach komm, 4. 4 sind in Teller und dann können wir anfangen zu naschen. Ein bisschen von dem Dings von der Soße kann er noch ein bisschen rüber. Herrlich. Jetzt müssen wir noch eine kleine Sekunde warten. Ist nämlich barbarisch heiß und ich will mir nicht meine Schnute verbrennen. Na, also, ja, wie? Ich würde sagen, wir lassen es mal drauf ankommen und ich beiß mal ab. Fällt vom Knochen. Hier butterzart, butterzarter Knochen, mehr bleibt nicht über. Der Knochen ist natürlich nicht butterzart, aber das Einzige, was übrig bleibt. Und vom ganzen Hühnerschmaus schaut nur noch ein Bein heraus. Jungs. Die denken jetzt, das Dieb, was für die ist, aber nicht. Das ist, wie gesagt, der Katzenpapa fristet fast alles alleine. Aber kannst du vergessen. Wir werden uns das jetzt hier alle zu Gemüte führen lassen. Diesmal ist die Portion, ich denke mal, überschaubar für eine mittelgroße Familie. Und 2-3 Leute, die noch über den Gartenzaun gucken. Von daher, wenn ihr Spaß hattet an diesem Video, kann ich euch bloß raten, ja, grilltet mal nach. Also kriegst du in jedem Dutchofen total entspannt hin. Auch die Soße ist schnell gemacht, super lecker. Kann man auch sehr gut zu Spareribs essen, aber okay, das habe ich euch jetzt nicht verraten. Ansonsten freue ich mich, Daumen nach oben, wie gesagt, wohl in der Kommentar. Und vor allem auf jeden Fall, wer da noch nicht habt, ein Abo. Oder wenn ihr vielleicht mal Langeweile habt oder Zeit, schaut mal auf Twitch vorbei. Da sind wir nämlich mal montags abends gegen 19 Uhr aktiv und gucken uns andere Grillvideos an und bewerten die. Super lustig, aber respektvoll. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Ich nehme den kleinen. Oh. Hier. Mega.